Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir im Finchgau unterwegs. Um genau zu sein, sind wir mit der Gondel St. Martin hochgefahren, um dann noch weitere ca. 1100 Höhenmeter erstmal zu fahren und dann zu tragen. Und zwar auf, ja, gute Frage, den Trail, das Schweigen der Lämmer heißt der Wanderweg auf jeden Fall. Und ihr müsst mir verzeihen, man sieht den Nico diesmal sehr wenig, weil ich nämlich dummerweise die Aufnahmen von der dritten Kamera versemmelt habe, wo auch die Begrüßung drauf gewesen wäre. Deswegen jetzt in dem Fall so die Begrüßung. Und ja, es gibt keine Gipfelaufnahme, die habe ich aber nicht versemmelt. Wir konnten den Gipfel nicht machen, weil starke Gewitter angesagt waren. Und ja, zwischendrin war es sehr, sehr nebelig. Wir waren dann echt froh, dass wir noch so ein bisschen Panorama überhaupt bekommen haben. Und von dem her genießt, was ihr sehen könnt. Der Trail war ziemlich schwer im oberen Teil. Ab St. Martin sind ja dann die ganzen offiziellen Strecken, wie zum Beispiel der Chili und auch der Angerberg Trail. Die sind dann deutlich einfacher und spaßiger. Aber wir mögen es ja auch technisch. Und deswegen war das einfach die perfekte Kombi. Oben wirklich schwer und technisch und unten dann nochmal mit Flow und Spaß raus. Und dann zum Schluss haben wir auch einen relativ coolen Übernachtungsplatz gefunden. Da musste man allerdings vorher beim Bauern fragen. Naja, schaut einfach mal durch und seht, was wir so alles zu präsentieren haben. Ja, ihr seht, es hängt ordentlich der Nebel drin. Wir hatten aber Glück, wir sind trocken runtergekommen. Erst ganz zum Schluss im Chili Trail hat es dann noch ein bisschen geregnet. Und schlimmes Gewitter kam tatsächlich auch keins. Das ist dann manchmal auch schade, wenn man den Gipfel auslässt. Aber gut, bevor es dann oben hagelt und wirklich Vollgas loslegt, auf über genau 3000 Meter, der wäre 2998 Meter gewesen, dann ist es manchmal einfach besser, wenn man umdreht und vernünftig ist. Was soll's, einen coolen Trail, eine coole Abfahrt hatten wir trotzdem. Wir waren so circa 400 Höhenmeter weg vom Gipfel. Da hätte noch eine Querung gefehlt und dann eben der Gipfelaufstieg. Und so hatten wir eben einfach, ja, das, was ihr alles seht. Und dann noch die komplette Chili-Abfahrt von der Gondel aus, was natürlich auch nochmal richtig, richtig cool war. Ich denke mal, im Finchgau wart ihr auch schon unterwegs, die meisten von euch zumindest. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingstrail in der Region ist. Da bin ich sehr gespannt. Und weil auch immer danach gefragt wird, ob wir viele Pannen haben, hier seht ihr mal einen Fehlversuch vom Martin. Ihr seht, Bein runter, dann schiebt er nochmal hoch und versucht es nochmal und dann klappt es auch schon. Also das passiert schon öfter, dass er da ein, zwei, dreimal hoch muss, um eine Stelle zu schaffen, wenn es besonders schwer ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich keine großartigen Pannen und hin und wieder mal einen Platten, aber den zeigen wir euch eigentlich auch. Also auch da seht ihr, es ist nicht die Welt. Wir haben wirklich schwere Mäntel drauf mit ca. 1,2 Kilo, eben die Maxxis Minion. Und auch recht robuste Bikes mit den Enduro-Bikes, die wiegen ja auch ca. 13,5-14 Kilo. Aber im Großen und Ganzen haben wir da wirklich keine Probleme. Mal eine Dulle in der Felge, aber auch das kein Thema, da kann man einfach weiterfahren. Also ja, wir klopfen auf Holz, unseren Kopf in dem Fall, kein anderes Holz in der Umgebung und sind froh, dass es so gut läuft.
Laufen ran. Ja, ich war auch. Gestern sogar an den Bergab. Ja. Da seht ihr es eben wieder. Natürlich hat er auch flowige Stücke drin gehabt, auch im oberen Teil. Aber dann waren wieder richtig technische Sachen drin, wo man gut aufpassen muss, dass man nicht irgendwie hängen bleibt, sich echt gut konzentrieren muss. Und von dem her waren wir sehr froh, dass wir das noch trocken erwischen konnten. Weil wenn die Sachen dann auch noch nass sind, dann ist es einfach nochmal eine ordentliche Stufe schwerer. Und ja, für mich war das teilweise schon so Maximum von dem, was Spaß macht. Und echt gut, das trocken zu haben. Ja, Wanderer waren auch ein paar unterwegs, aber nicht die Welt. Und von dem her hat der Weg echt richtig viel Spaß gemacht. Und ja, keine bösen Blicke, keine bösen Worte. War in Summe eine rundum coole Tour.
Hier ist noch so eine kleine Transferstrecke gewesen vom Schweigen der Lämmer Trail bis zur St. Martin Gondel. Und ab da geht es dann eben in die offiziellen Trails von der Gondel aus, also bei uns eben erstmal in den blauen Trail und nachher dann in den roten Chili Trail. Und lasst euch gesagt sein, falls ihr die noch nicht kennt, so einfach sind die auch wieder nicht. Also man denkt immer, gut, rot, super easy, weil meistens sind die ja nicht so schwer. Aber ich finde, einigermaßen fahren können sollte man da schon auch. Das ist der blaue, der ist wirklich easy, aber der hat diese Sprünge drin. Also auch hier heißt es hin und wieder mal ein bisschen aufpassen und nicht blind irgendwo drüber hüpfen. Thank you.
Okay. Thank you.
Jetzt haben wir gerade zusammen gegessen und sitzen noch ein bisschen beieinander. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Morgen geht's weiter, wahrscheinlich im Bikepark in Nauders. Nauders! Und damit ist für heute Schluss. Und die Ruine? Die kommt gleich. Achso. Genau, das ist unser Platz. Wir haben sogar mit dem Bauern schon geredet, ob es da passt und alles. Der war total nett, der hat gesagt, ja, genießt es da. Und er hat auch gesagt, keine Sorgen machen. Er hat gesagt, das hätte man gar nicht brauchen. Also war echt total nett. Total cool gefunden, dass wir da sind. Und ewig lang geratscht mit denen noch. Also mit dem Reden können die Leute sagen, echt genau, nett. Aber halt vorab mit den Bauern reden, genau, macht vorab, sicher bitte. Sinn und nicht einfach herparken. Genau. Das machen wir eigentlich meistens, wenn wir wo stehen, dass wir schon mit den Leuten ein bisschen reden und natürlich auch halt so Plätze nehmen, wo wir auch was sollen und so, weil jetzt komplett wütend die Botanik von damals nicht. Und deswegen gibt es aber eine coole Kulisse, warum wir eigentlich herkommen, sind die Blätter schwenken. Genau, die zeige ich euch jetzt noch. Und dann dranbleiben, die nächsten Videos kommen bestimmt. Wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren drücken. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Oh Mann. Daumen. Ja, nach oben.